Entweder die Ausrüstung zerstören oder unseren allerbesten Freund besuchen. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Blaue und damit hallo allerseits. Und willkommen zurück bei Far Cry 2. Okay, wir fahren hinter uns lang, geschlängelt es etwas geradeaus. Da kommt noch eine Satellitenschüssel. An Außenposten für Informationen. Wie schön aber mit der linken Hand das Lenkrad festgehalten wird. Okay, umdrehen und geradeaus. Windmühlenladen. Ich glaube, das ist mit geradeaus gemeint. Hier steht einfach mal so ein Auto rum. Bisher wirkt die Spielwelt zwischen den Orten ziemlich leer, weil man einfach keine Tiere unterwegs sieht und auch keine anderen Charaktere trifft. Keine zufälligen Begegnungen eben mit der Fauna und der bösen Bubenschaft. Das sind ja coole Bäume. Oh. Wie war das? Keine zufällige Begegnung? Ich glaube, da vorne ist aber ein kleines Lager. Oh nein, das geht ja irgendwie. Wir haben nicht mehr viel Leben. Ich wollte gerade aussteigen und genau in diesem Moment verrecken wir. Hier kannst du nicht bleiben. Ah, unser zweitbester Freund. Nett. Auf einmal ist er da. Hat uns die ganze Zeit verfolgt. Das ist ja cool gemacht. Nicht einfach nur so ein Aufhelfen wie in Far Cry 5. Oh. Der Zanger aus dem Knopf. Kann mich nicht bewegen. Kaum durften wir wieder die Kontrolle übernehmen, lagen wir schon wieder am Boden. Ich glaube, wir sind zu weit nach vorne gefahren. Ja, zum Glück vorher gespeichert. Aber das finde ich an sich cool gemacht, dass der uns erstmal etwas aus der Schusszone bringt. Aber warum haben wir eine Pistole bekommen? Haben wir unsere Waffen da liegen lassen? Ich weiß schon, warum ich zwischengespeichert habe. Das Problem war, im Dickicht war halt das Gegner sehen. Echt schwierig. Da steht ein Auto. So, man ist automatisch wieder auf dem Fahrersitz. Zum Glück haben wir unendlich Schuss. Jetzt mal kurz die Lebensanzeige angezeigt. Ich sehe nichts mehr. Hör auf zu dampfen. Hier einfach die Pflanzenwelt zerlegen. Mal kurz heilen, wenn wir nicht umfallen würden. Mist. Jetzt kommt der zweitbeste Freund wieder an. Scheiße, wir müssen hier weg. Erstmal ist es ziemlich cool. Beim zweiten Mal wirkt schon etwas nervig, weil
es ziemlich lange dauert, bis man weitermachen kann. Okay, ich habe alles im Griff. Wo puppeln wir uns jetzt noch raus? Oh Mann. Check deine Ausrüstung. Okay, ich renne irgendwo hin. Leg dich zusammen, sonst verreckst du. Beziehung mit ihm verbessert. Aber wieso haben wir jetzt die Waffe getauscht? Schnell nicht sterben. Wenn wir nicht aufpassen, dann ist er bald weg. Dann haben wir keinen zweitbesten Freund mehr. Hat er jetzt alle erledigt? Ich könnte ja mal heilen. Huch, gerutscht. Eine schmutzige Waffe, die nehmen wir nicht auf. Die könnte Ladehemmung haben, wobei ich das gerne mal ausprobieren möchte. Warum haben wir die Schrotflinte verloren? Die hätten wir noch nicht mal ausgerüstet beim Einsteigen. Warum liegen hier keine Leute rum? Von 57 Wachposten ausgespielt. Wir müssen womöglich nach rechts. Wo ist unser bester Freund eigentlich hin? Wir müssen nach rechts. Wo ist unser Auto denn schon wieder hin? Ich hab das doch hier geparkt. Also hier hing doch auch was runter. Kann ja nicht wahr sein. Jetzt langsam Abend. Die Lichtstimmung ist ja gerade extrem genial. Sieht etwas langsam aus. Mist. Das ist ein gesperrtes Set. Da könnte man dann auch speichern. Lautlos vorgehen oder Auto mitnehmen und rumballern. Ich würde schon ganz gerne lautlos vorgehen, aber wir haben das Auto gerade. Das sollten wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Wenn ich das hier stehen lasse, ist er eh weg. Wir gehen hoch. Oh. Da wird es lang gehen. Können wir das Auto eigentlich wirklich mitnehmen? Okay, ich würde schon sagen, sind das jetzt
Freunde oder Feinde? Hat sich jetzt auch geklärt. Wie kommt er hier runter? Da! Du hast doch woanders hingezeigt. Warten Sie da, ich hole mein Auto. War das ein Affe neben ihm? Ist doch auf allen Vieren rumgekrochen, oder? Meine ja. Na, jetzt sehe ich nichts. Gemüse, geh weg. Scheint ein größeres Kaliber zu sein, schießt langsamer. Muss nochmal woanders hinfahren. Will nicht aussteigen? Oh. Nein, ich hab's doch nicht aufgebockt. Warten Sie, ich schieße gleich auf Sie. So schnell kann es gehen. Pistolenmunition eingesammelt, sehr schön. Mehr als 90 kriegen wir nicht hin. Da brauchen wir in einem Alter das Magazin oder vielleicht ein Tier, das wir halten. Da oben soll ein Unterschlupf sein. Hier geht auch ein Trampelpfad hoch. Also ein echt kleiner Unterschlupf. Klein, aber fein. Gibt's hier Diamanten? Oh. Das Wasser hat uns Leben gegeben. Zum ersten Mal konnten wir Wasser mitnehmen. Zwei Granaten, die könnte man mit Kuh werfen, ne? Ich meine ja. Das ist eine Dose. Ach, du schon hier? Nee? Okay, dann halt nicht. Hierher, El Chico. Siehst aus, als hättest du was vor. Kann ich dir helfen? Kein Problem. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hast du ein Bild gemalt? Oh, das ist ja schön. Das ist fein gemacht. Wie stolz er das vor sich hält. Na? Wollte eigentlich bloß gucken, aber hab schon zugegriffen. Etwas voreilig. Ja, pennen will ich nicht. Insofern, nö. Würde er gerne ein Medkit mitnehmen. Links zur Straße und dann rechts. Was war denn nochmal dieses Männlein-Symbol? Ein Wachposten. Ja. Ist ja doch abseits der Gebäude was unterwegs. Wieder was tot.
Der dritte Balken ist nicht angekratzt, der wird sich nicht regenerieren. Das ist ja eigentlich ein Friedhof. Schön, wie sich die hoppala, Nadeln mitbewegen. Die Nadeln, der Tacho. Ganz schön empfindlich hier. Was war das denn auf der rechten Seite? Komischer Fleck. Ist uns eine Fliege aufs Auge geflogen? Bloß einer hier, warum sind die schon alle tot? Schon wieder fast tot. Kann auch nicht sein. Ich hab grad abgedrückt, da ballert der uns um. Jetzt kommt der zweitbeste Freund wieder. Oh Scheiße, wir müssen hier weg! Auf einmal ist er weg. Also das mit den NPCs, das funktioniert ja noch nicht so ganz. Also noch nicht ist gut, das Spiel ist schon 15 Jahre alt und es hat offenbar immer noch Fehler. So, was jetzt? Was? Wo wird jetzt gepuppelt? Oder okay, vielleicht das mit 10 rausholen? Mit den 10 aus dem Arm? Oh, mit dem Finger geht auch. Oh, durch! Ja, mal durchgeschoben. Leg dich zusammen, sonst verreckst du! Hast du ein Medkit mitgebracht? Der hat uns wirklich aus der Schusslinie gebracht. Der hat uns erstmal etwas weiter wegplatziert. Ewig weiter weg bis dahin. Du und ich, komm schon, bitte hinter uns. Du und ich, komm schon. Ich mach dich kalt, los, komm. Der ist auf Droge. Mach er mich nicht. Ich steh noch, du Stück Scheiße. Komm schon, ich. Danke, zweitbester Freund. Das war nicht so ganz nett. Ein Zebra. Warum sehen wir die Wildtiere nicht? Oder kommen die erst noch? Ich
will die hier ständig herumlaufen sehen. Da stand er direkt rechts neben uns. Ich bin krank, Malaria. Irgendwie hat es der Chakal geschafft, mich in meinem Hotel zu finden. Ich weiß nicht genau, warum er mich nicht getötet hat. Weiter wird noch nicht gelesen. Wieder links neben uns gelandet. Wir haben das gemacht. Ich wollte mich gerade heilen, da kommt er an. Vermutlich dachte er, ich würde sowieso keinen Tag mehr überleben. Und es wäre auch fast so gekommen. Auf jeden Fall musste ich aus dieser Stadt raus. Warum kann man hier eigentlich keine Steine werfen? Kommt das noch? Ich glaube ja nicht. Wenn ich mich jetzt heilen will, dann kommt bestimmt der Typ an. Genau. Da hat's gesuppt. Und ist der letzte? Wir werden es gleich erfahren. Also, wie mich gerade geheilt, da steht natürlich was rum. Ich habe klar auf dem. Genau, auf sowas gehofft, wo ich mich wieder auffüllen kann. Und das ist zum Glück auch da. Das hätte ich mich geärgert. Stups. Parken hier seine Karre so blöd. Ist das unser bester Freund gewesen? Oh, das kann man hier umfahren. Oh, tut mir leid. Was ich mal machen werde, Optionen, Steuerung, Aktionen nehme ich es mal an, Sprinten, ich will ganz machen. Das ist bei Verschiedenes, Bewegung ist es ja nicht. Selbst heilen mit H, das hätte ich ganz gerne auf dieser Maustaste, sehr schön. Granate werfen, Q, nächster Wurfwaffe, gibt es noch Messer oder wie? Aufzeichnung abspielen, Ziffernblock 8. Nächste Wurfwaffe ist F. Ne, Fahrzeuge, Scheinwerfer. Es gibt einen Scheinwerfer, dann gibt's ja auch eine Nacht. Aussteigen E, ja, schon soweit so klar. 9, das ist ja interessant.
Aktionen, sprinten, ducken, nachladen, durchladen, interagieren. Und bei Bewegung, okay, nur die 4. Sauer gemacht. Etwas düsterer, dunkler ist es schon geworden. Fast schon etwas finster. Oh, hier gibt's abgesehen von, na, man kann es nicht Intro sagen, abgesehen von der Anfangssequenz gibt's hier dann doch Wildtiere. Für meinen Geschmack aber etwas zu unwild. Oh, Waffe. Hm. Sag mal. Na? Streicheln? Kann man... Man kann nicht streicheln. Das ist ja ein Verbrechen. Huhn streicheln. Oh, ich will es streicheln. Das ist fies. Ich bin hier. Wie Sie wollen. Sie kennen? Wollen Sie wirklich für die arbeiten? Weiß ich noch nicht. Der muss schon ein bisschen besser durchdrücken am Ende hier beim nach oben gehen. Ja. So, und jetzt? Von dieser Fahndung gehört? Es sind, wollen Sie wirklich für die arbeiten? Ah, oh, wieder nee. Wollen Sie wirklich für die arbeiten? Soll ich nochmal rausgehen oder kann ich auch hier drin bleiben? Boah. Ich will das jetzt auch nicht bei jeder zweiten Mission machen. Boah, ist das widerlich. Von dieser Fahndung gehört? Es sind schon Special Forces im Land. Ich werde mich um sie kümmern müssen. Ich brauche einen, der sie umleitet. Überzeugen Sie, deren Kontaktperson in der Villa neue Koordinaten durchzugeben. Ist er nicht eher unser Handlanger? Warum gibt er uns Befehle? Sie landen in Mokuba. Sollten Sie in der Wüste Ihr Zeug nicht zerstören? Auf engem Raum wird es leichter, glauben Sie mir. Ich werde Sie erwarten. Auch ein paar Männer der APR. Mhm. Hab keine Lust, mit denen zu arbeiten, aber mir bleibt keine Wahl. Hinter mir sind die Soldaten her, wissen Sie? Ich stehle Medikamente. Das tue ich tatsächlich und dann verteile ich sie. Die Lager? Im Ernst, wir wissen doch beide, was die damit machen. Die APR hat keine Ahnung von meinem Nebenjob. Ihr Krieg soll privat bleiben, keine Fremden. Gemeinsam können wir sie erledigen. Wie klingt das? Erledigen, umschießen klingt gut. Finden Sie den Belgier in der Villa. Er hat Kontakt zu den Special Forces. Ein Belgier in der Villa. Ist das ein Sack Rice für die Familie Price? Ich kann mich hier nicht hinhocken. Hier werden wir wohl noch ewig spielen müssen mit Molotow. Ach ja, Wurfwaffe. Wir haben gerade Molotow und Granaten. Ist aber schon traurig, oder? Ich meine, Far Cry, der erste Teil hat technisch besser funktioniert als der zweite, der immerhin 4 Jahre jünger ist. Far Cry 2. In der Auflösung mit 2160 Bildpunkten der Höhe zu spielen, erweist sich als besonders schwierig. Schützt das Spiel ab. Machst du die Geräusche, diese Trampelgeräusche? Beim Huhn wär's lustig. Ich denke mal eher, dass es die Ziege ist.
dann in Anführungszeichen nur 60 Bilder pro Sekunde. Das ist schon ziemlich finster. 60 Bilder pro Sekunde, angeblich laut Anzeige. Und da diese hüpfenden Charaktere, diese in der Schleife hängenden Charaktere, wo man dann einfach die vertikale Synchronisation anschmeißen muss. Also technisch ist das Spiel schon etwas, sagen wir einfach mal, besonders. Ich gehe nicht in die Dreckbrühe, da ist es arschdunkel. Fast schon finster. Jetzt haben wir viele neue Aufgaben bekommen, viele kleine neue Aufgaben. Die Hauptaufgabe wäre rechts von uns, also auch näher. Pistole heißt Waffenladen, oder? Ich gucke nochmal kurz bei der Legende nach. Waffe, 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 Waffenladen, jawoll. Wollen wir da zu Fuß hingehen? Sagen wir. Ah, da hinten ist die Bude schon. Gucken, was es da Schönes gibt. Hoffentlich mal eine Waffe mit Visier. Eindeutig ein Waffenladen, da oben sind Glasfenster. Ich habe Schweine gehört. Ist keine Mission aktiviert, erscheint der Waffenhändler im Waffenladen. Er kann Ihnen Missionen anbieten, durch die Sie neue Waffen zum Kaufen freischalten können. Ihre nächste Mission schaltet folgende Waffen frei. Die Star 45, war das, nee, die hieße direkt Igel-Leuchtpistole und schallgedämpfte 9P9, 6P9. Schallgedämpfte Pistole klingt ja sehr interessant. Warum ist hier nie jemand hinter Gitter? Homeland. Häkchen dran haben wir gerade in der Hand. Makarov, Scharfschützengewehr, nö, danke. PKM, 10. Sprengsätze, 10. Nö. Wir haben zwar gerade 26, aber die Waffen klingen für mich nicht interessant. MP5 mit Schalldämpfer, hoffentlich mit Visier. Ich dachte, das hier ist der Waffenladen. Das ist die Kammer. Nur zwei Stelle da. Licht an, Licht aus ist nicht drin. Weder mit der 9 auf dem Ziffernblock noch über den Buchstaben. Scheinwerfer, Fahrpflicht. Weil es zu dunkel ist. Diese Art von Auto, die hat einen komischen Sound. Langsamer.
Ist da hinten gerade ein Auto? Ich glaube ja. Bambi ist hier. Oh. Na, nimm. Weil Karte in Hand geht wohl nicht. Medizin nehmen ist nicht. Ach, ich hab die... Ah, es war keine Alternativtaste. Ich hab die halt komplett woanders hingelegt. Ich habe jetzt noch H gedrückt. Das war keine Alternative. Die Taste H ist jetzt gar nicht mehr belegt. Stimmt, habe ich einfach nicht dran gedacht. Waren ja nicht zwei Spalten nebeneinander für Taste 1 und Taste 2, sondern nur eine Taste für diese eine Aktion. Ah, ich sehe so einen Koffer. Da! Nochmal zwei. Hey, ist es deiner? Schon fast aus wie ein Mundhand. Oasis. Zwei, oder? Wo will denn hin? Er wollte das wie wir machen, uns umfahren. Nein! Nein, das weiß ich jetzt nicht. Tür links war blockiert, deswegen mussten wir übers Dach aussteigen. Die Schrotflinte benutzen können. Keine passende Munition? Schon wieder H gedrückt. Gestorben, interessant. Das war wohl zu hart, dieses Überfahren. Einfach mal einen Schuss abgegeben. Und kurz danach überfahren worden. Oh. Leicht angefahren. Na, kommt hier noch wer? Gut, beim letzten Versuch haben wir im Kampf etwas länger gebraucht und haben uns dann hier noch etwas umgeschaut. Deswegen könnte es noch etwas dauern, bis hier jemand vorbeikommt. Was schade ist, dass wir sie nicht betatschen können, um zu gucken, ob sie irgendwie Spielkarten oder so dabei haben. Hey, wo ist denn hin? Mittlerweile ist es voll dunkel geworden. Ja, weiter Gas. Macht er das Auto kaputt? Ah, die Schrotflinte ist schon mächtig im Nahkampf, aber sie braucht ewig zum Nachladen. Eine Granate.
jetzt schon mitnehmen. Ich speichere hier mal. Aber gut, ich würde sagen, wir machen hier erstmal eine kleine Pause und machen in der nächsten Folge weiter. Da geht's dann zum nächsten Ziel. Wir haben ja was markiert. Wir haben wieder was vor. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.